Rutenbündel mit Beil waren das Amtssymbol der höchsten Machthaber des Römischen Reiches und wurde diesen von ihren Amtsdienern, den Liktoren, vorangetragen, weshalb es auch Liktorenbündel genannt wird. In neuerer Zeit wurde das Symbol von Staaten verwendet, die sich auf das alte Rom berufen, etwa von den Vereinigten Staaten von Amerika, dem republikanischen Frankreich sowie dem faschistischen Italien. Die ursprüngliche Aufgabe der Träger der Rutenbündel, der Liktoren, war es, den Weg für die Amtsträger freizumachen. Dabei benutzten sie auch Gärten, um dies bei den Schaulustigen durchzusetzen. Die Gärten wurden später mit einem Lederriemen zum Rutenbündel verbunden. Das Beil stand für die Macht, das Volk zu bestrafen und die Todesstrafe aussprechen zu können. Die Fasces war ein römisches Symbol für politische Macht. Ein Stock ist leicht zu zerbrechen. Ein Bündelstöcker wird, wie George Bush es nannte, eine Koalition. Eine Koalition von Nationen und Armeen, die nur schwer zu besiegen sind. Der italienische Diktator Benito Mussolini wollte an Ruhm und Glanz des römischen Weltreiches anknüpfen und wählte für seine politische Bewegung das Zeichen der Liktoren. Erstmalig scheinen die Fasces bei den Parlamentswahlen 1919 aufgetaucht zu sein. Später wurde sie zum Parteiabzeichen der Partito Nazionale Fascista. Mussolini erklärte selbst dazu später, der Faschismus fordere Disziplin und eine Autorität, die in die Geister eindringt und darin unumstritten herrscht. Sein Wahrzeichen ist daher das Liktorenbündel, das Symbol der Einheit, der Kraft und der Gerechtigkeit. Im Jahre 1926 wurden die Fasces Teil des königlichen italienischen Wappens. Während des Zweiten Weltkrieges waren sie auch das Hoheitsabzeichen der italienischen Luftwaffe. Die Lateranverträge von 1929, abgeschlossen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem damaligen Königreich Italien, klärten endgültig die sogenannte römische Frage, den Status der Vatikanstadt im Jahre 1870. In den Verträgen erkennt der Papst die Stadt Rom als Sitz der italienischen Regierung an, während der italienische Staat die politische und die territoriale Souveränität des Vatikans garantiert. Dies machte den Papst nicht nur zum Oberhaupt einer Kirche, sondern auch zum Oberhaupt eines Staates. Auch der Heilige Stuhl verwendet die Fasces. Zu erkennen sind die beiden Schlüssel. Sie symbolisieren die Schlüssel Petri und stehen für die höchste geistliche Verfügungsgewalt. Darüber die Tiara, die auch Papstkrone genannt wird. Die drei Ringe stehen für die drei Hauptaufgaben des Papstamtes: Heiligen, Lenken und Lehren. In einer anderen Deutung symbolisieren sie die göttliche Dreifaltigkeit. Über der Tiara sieht man zwei gekreuzte Fasces. Das Wappen der Knights of Columbus, der Kolumbusritter. Eine der größten römisch-katholischen brüderlichen Laienorganisationen. Hier in Rom und hier im Senat der USA. Caesar ging jeden Morgen zum Kapitolinischen Hügel, um über den Senat zu präsidieren. Heutzutage findet man die gekreuzten Fasces auch im Kapitol von Washington DC, dem Sitz des Kongresses, wo Sitzungen des Senats und des Repräsentantenhauses stattfinden. If this were a dictatorship, it'd be a heck of a lot easier. Just so long as I'm the dictator.
Sometimes I like to compare the European Union as a creation to the organization of empires. The empires. But there is a great difference. The empires were usually made through force, with a center that was imposing a diktat, a will on the others. And now we have what some authors call the first non-imperial empire. I believe it's a great construction, and we should be proud of it. At least we in the Commission are proud of our union. Can I add? The Independence and Democracy Group has tried to be helpful, positive and constructive right through this parliamentary term. Yes, because we've been providing the voice of opposition. And in a democracy, opposition is essential. It is vital. But sadly, as President Václav Klaus pointed out when he came here, you don't actually think there should be any alternative view. And as a result of that, your presidency has been marked by your deeply prejudicial manner in the way in which you've treated members of this House that have stood up and opposed the Constitution / Lisbon Treaty. And the defining moment for me in this House was we had the French say no, we had the Dutch say no, and then we had the Irish say no, and this Parliament has willfully carried on ignoring the wishes of the people. You just don't get it, do you? No means no. And it's truly incredible that 499 members of this House voted to ignore the Irish no vote and to continue with the treaty. What kind of a parliament is this? If you believed in democracy, you would not just bulldoze aside those three referendum results. And worse still, you are now so fearful of public opinion, you know that you're losing the argument, that you've sunk to abuse. I've had Mr. Watson saying that I behaved like an English football hooligan, when all I did was to gently point out that Commissioner Barrow is a convicted embezzler. Gary Titley said that I was a paranoid reactionary, living on the fringes of society. Well, I mean, he may have a point, I don't know. But Denny Cohn-Bendit, that great champion of free speech, said that opponents of the treaty were mentally ill. And Martin Schulz, the leader of the socialists, saying after one of the no votes, we must not bow to populism, and that the no votes open the door to fascism. Well, I hope in the next 4 weeks in this campaign, the voters of Europe can see the real face of this project. You are nationalistic, you are bullying, you are threatening, you are anti-democratic, you're a complete shower.